könnt ihr jeden auf der Welt besiegen. Außer mich, versteht sich. Alles in Ordnung? Nein, ich habe alles kaputt gemacht. Ich wollte euch doch nur zeigen, wie stark ich bin. Aber das wissen wir doch. Jetzt kriegen wir die Sportsachen nie wieder zurück. Hätte ich mir nur von euch helfen lassen. Die Super Ninja Dinos sind so stark, jetzt kann sie niemand mehr aufhalten. Vor allem in der Gruppe. Das ist es! Die Ninja Dinos sind so stark, weil sie eine Gruppe sind. Aber wir sind auch eine. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Und ich habe einen Plan. Ich habe mich umgesehen, wie Gecko gesagt hat, und ein altes, zerrissenes Springseil gefunden. Und du? Ein kaputtes Fahrrad. Das war's schon. Und ich einen zerplatzten Ball. Los geht's! So soll es sein, Ninjalinos. Schön gemütlich. Hey, Ninjalinos! Hier sind ein paar Sportsachen, die ihr noch nicht habt. Wer will schon diesen alten Krempel? Ihr? Oh, na bitte, holt ihn euch. Das wird kinderleicht, nachdem ihr jetzt so super stark seid. Ihr seid stark, aber jetzt machen wir das hier. Jetzt seid ihr nicht mehr so viele und um einiges schwächer. Was? Hier kommt Nachschub, Gecko. Und nun der Rest von ihnen. Super Eulenflügel. Stopp, stopp! Diesmal halten euch die Bäume fest. Deswegen könnt ihr erstmal nirgendwo hin. Ja! Der großartige Catboy schnappt sich den peitschenden Schwanz des furchterregenden Dinos. Oh. Ich schüttel dich schon ab, du ängstliche Mieze. Wow, 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 wow. Ach du, meine. Oh, er braucht eindeutig Hilfe. Super Eulenflügel. Ja! Wie wäre es mit einem Dino-Ritt nach Gecko-Art? Du tollpatschige Eidechse! Lass mich runter! Und jetzt Landeanflug! Wow. Puh, geschafft! Gute Arbeit, Pyjama-Helden! Eulette? Du schlägst gar nicht ein. Bei uns ist alles gut, oder? Nur weil wir Romeo besiegt haben, ändert das nichts dran, dass du mich vorhin erschreckt hast. Nein, aber ich habe mich doch entschuldigt. Und so gruselig war es doch gar nicht. War es doch. Okay, aber können wir uns nicht wieder vertragen? Tut mir leid. Nein. Warte, Eulette, bitte. Es ist nicht leicht, dieses Teil zu fliegen. Ist mir egal. Ich will mich mit Eulette wieder vertragen. Wow! Mein Flugsaurier! Keine Sorge, ich schaff das. Ha, alles, was du schaffst, ist Schrumpf. Seht euch das kleine Kätzchen an. Einer geschrumpft, fehlen noch zwei. Oh! Wow! 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 Hinterher, Ninjalinos! Wir brauchen das Gerät, um mich zurückzuverwandeln. Deine Stimme, sie ist so quietschig. Wir helfen dir. Ich brauche keine Hilfe. Ich
bin in einem kleinen Körper gefangen, aber ich bin immer noch ein großes Kind. Und das beweise ich. Super Katzentempo! Tempo! Okay, lass mich runter, ihr miesen Mini-Ninjas! Bringt ihn zum Tanzen, Ninjalinos! Was? Ich will nicht tanzen! Aber als tanzender Pyjamalino wirst du so gut aussehen! Mein Plan ist brillant! Nicht so brillant, wie die Weltherrschaft an sich zu reißen! Natürlich ist er das! Hast du je diesen Tanz gesehen? Ist gut. Aber wenn ich Herrscher der Welt bin, kann ich tun, was ich will. Super Gecko-Tarnung. Aber warum solltest du irgendwas anderes tun, als hierbei zusehen? Hab dich, Gecko! Und ich hab dich auch. Hört auf zu starren, Ninjalinos. Hinterher! Ringelndes Reptil. Wir brauchen einen Plan. Einen, der auch mit ihren Kleinen funktioniert. So klein bin ich auch wieder nicht. Ich kann auch euer Anführer sein. Also los! Oh, das ist eine Katastrophe! Vielleicht sollte ich dieses Mal... Unsere erste Aufgabe? Ein Gefährt aussuchen! Ups, du bist auf einem Fellball ausgerutscht. Wo kam der denn her? Der Eulengleiter könnte uns dabei helfen, Luna Girl von oben zu erspähen. Aber der Katzenflitzer wäre besser, um sich anzuschleichen. Wow! Ich hab ihn! Eulette, was soll denn das? Ich zeig euch nur, wie gut ich Fußball spielen kann. Wow! Ups. Wir nehmen das Gecko-Mobil. Gehen wir! Also, wir suchen einen großen, weißen, spielzeugverschlingenden Ball. Er könnte überall sein. Er bewegt sich in Richtung Park. Meinen Schnurrhaaren. Was machst du da, Luna Girl? Die Pyjama-Helden. Darf ich vorstellen? Mein Mondball. Ich sauge alle lustigen Tagspielsachen ein, damit ich sie in der Nacht ganz für mich allein habe. Nicht, wenn wir dich vorher aufhalten. So meint ihr? Ha! Mein Mondball saugt nicht nur viele lustige Spielsachen ein, sondern auch Pyjama-Plagegeister. Was? Oh nein, Gecko! Kick ihn weg, Eulette! Na los! Hey! Warum hat der Mond bei uns nicht ein... Katzensprung! Gecko, Hilfe! Runter von meinem Mondball! Eulette, was machen wir jetzt? Mir ist zu schwindelig, um jetzt irgendwas zu machen. Und ich kann nicht mehr geradeaus fliegen. Du musst wieder rauf aufs Mondboard und Catboy helfen. Nochmal? Aber ich kann es nicht steuern. Du weißt doch gar nicht, ob du es kannst, weil du immer wieder runterspringst. Du musst es wirklich versuchen. Das schaffst du. Hilfe! Catboy! Du hast recht, Eulette. Ich muss zumindest versuchen, ihn zu retten. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Super Gecko-Tarnung! Wo ist die einfältige Eidechse hin verschwunden? Was? Woher kommst du denn? Ah! 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 Hey! Danke! Das ist meiner! Halte durch, Gecko! Du schaffst es! Gecko, ich verliere den Halt! Zieh mich hoch! Aber wenn ich mich vorbeuge, verliere ich!
Wir stürzen sonst ab. Genau, ganz ruhig. Wow. Ja. Ich bringe es jetzt runter. Langsam. Toll gemacht. Ich wusste, dass du es schaffst. Siehst du, du musstest es einfach nur versuchen. Ja, Morten! Lasst mich los, ihr Pyjama-Plagegeister! Catboy springt wie ein Panther auf das vereiste Rohr und klettert hinauf mit seinen Super... Mit seinen Super... Niemand besiegt Catboy! Warum hast du so lange gebraucht? Arme Miezekatze! Und jetzt runter von meinem Laborschlitten! Hopp! Catboy, pass auf! Oh oh! Es ist kalt! Ich kann mich nicht bewegen! Lass mich hier raus, Romeo! Eulette! Ich glaube, ich kann Romeo aufhalten! Schau! Jetzt nicht, Gecko! Komm zurück! Wie können wir helfen? Sorgt euch nicht um mich. Romeo haut ab. Schnell, haltet ihn auf. Da könnt ihr nicht mithalten, ha, Pyjama-Helden? Och, wir sind zwar Superhelden, aber im Moment ist Catboy ein super Eisblock. Wir beide brauchen einen Plan, Gecko. Und zwar schnell. Ich hatte gerade vor, dir zu sagen, dass ich... Hey! Ich weiß, was wir machen, aber ich brauche deine Hilfe. Aber mit meinem Plan könnte ich... Okay, was soll ich tun? Wow, Eulenflügel! Das ist besser. Okay, ich binde das am Labor fest und du verwendest deine Superkraft, um es anzuhalten. Ja, aber... Dann übernehmen wir die Kontrolle über die Eismaschine. Los, Gecko! Warte! Versuchst ein Genie wie mich zu überlisten, Spatzenhirn? Hä? Super Eulenmuskeln! Oh nein, ich hab gar keine Superkraft! Worauf zeigt ihr denn? Hä? Hey! Nein! Haben mich die Schmetterlinge gerade auf meinen Allerwertesten geschubst? Ja, das stimmt, Catboy. Wiedersehen, unnütze Motten. Genauso war's richtig. Ich hab doch nur versucht, sie zu retten. Vielleicht waren sie böse, weil sie in einer Kiste waren. Keiner wird gern rumgeschubst. Ist es nicht so? Ja, du hast recht. Ich war grob zu ihnen. Und als sie mit mir grob waren, mochte ich es auch nicht. Seht ihr, PJ Masks? Diese einfältigen Flatterer hier folgen mir und sie werden alles tun, was immer ich ihnen sage. Los, Schmetterlingsschutztrupp! Schnappt sie euch! Was macht ihr? Ihr sollt sie ergreifen! Ach, ihr seid unnützer als die Motten! Dass Luna Girl zu ihnen grob ist, mögen sie auch nicht. Ha! Dann hole ich euch mit meinem Mondmagnetenstrahl! Tut, was ich euch sage, ihr verrückten Flatterer! Aufhören! Stopp! Oder ich! Grob und derb zu sein, bringt's nicht. Höchste Zeit, ein Held zu sein! Du bringst die Schmetterlinge dazu, hinter dir herzufliegen. Und du benutzt deine Farben. Okay, alles klar! Boy. Wir bringen die Schmetterlinge dazu, wieder ins Tageslicht zu fliegen, indem wir nett sind und ihnen das geben, was sie am liebsten essen. Blumen? Aber wir haben keine. Kein Problem. Super Katzentempo! Zeigt nicht mit dem Finger auf mich! Ihr habt gefälligst zu tun, was ich euch sage! Wie? Schnappt sie! Huh? Okay, PJ Masks. Bringen wir die Schmetterlinge heim. Behutsam. Hallo, Schmetterlinge. Wollt ihr mit mir fliegen? Dann folgt mir. Seht meine Farben, Schmetterlinge. Kommt, ich zeig sie euch. Was? So gefällt es euch? Betty, ne? Hey! Hey, das ist nicht fair! Na, 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 na. Zeit, die Katze aus dem Sack zu lassen. Super Katzentempo. Super Gecko-Muskel.
Hey, das ist auch nicht fair! Superkatzensprung! So gewinnt man nämlich. Meine Superhelden-Moves waren auf jeden Fall die besten. Gar nicht wahr. Meine Moves waren viel cooler. Ich gewinne. Ich würde sagen, meine Superhelden-Moves sind die besten. Ich gewinne. Schon wieder. Niemand kann sich mit mir messen. Ich bin Eulette, die Siegerin. Aha. Gecko? Catboy? Catboy! Hey! Oh nein, Luna Girl hat sie. Wenn ich nicht versucht hätte, sie zu besiegen, dann wären wir jetzt noch zusammen. Hey! Höchste Zeit, ein Held zu sein! Team 1 gewinnt! Pyjama-Plagegeister, seht nur, wie schnell meine Motten meine Beute heranschaffen. Hey, Luna Girl, deine Motten sind gut. Aber ich wette, sie sind nicht stark genug, um das größte Spielzeug von allen zu stehlen. Den riesigen T-Rex. Was? Kinderleicht. Ich lasse sie zusammenarbeiten, um ihn mir zu bringen. Was? Nein! Ihr flatternden Früchtchen! Ihr sollt zusammenarbeiten! Bringt mir den T-Rex! Alle zusammen! Nicht ins Wasser! Ah! Ich komme! Ah! Puh, das war knapp. Danke, Eulette. Kein Problem. Tut mir leid, dass ich vorhin gemein zu dir war, Gecko. Die Schuld gibt man dann den Pyjama-Plagegeistern. Das ist ja noch genialer, als ich dachte. Warum stoppt das Teil? Vielleicht stimmt irgendwas mit dem Motor nicht. Was war das? Mein Stimmenkasten! Pass doch auf, ihr stummen Stinker! Er wäre fast kaputt gegangen! Du kannst nicht gewinnen, Romeo! Flatternde Federn, du klingst ja wie ich! Und ich höre mich nicht nach mir an! Nein, du klingst so wie ich! Bei meinen Katzenschnurrhaaren! Und ich klinge wie Gecko! Das ist noch viel besser! Ihr seid so lächerlich! Ich bin hinter dir! Eigentlich bin ich hier! Nein, hier bin ich! Ah, hört auf! Hier drüben! Was? Ich bin hier! Hier bin ich! Welche Knöpfe muss ich drücken? Ich klinge wieder wie ich, nicht wie du. Puh. Hey, was war so schlecht an seiner Stimme? Ich habe meine auch wieder! Meine Stimme ist auch zurück! Ja! 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 Yeah. Gib mir meinen Stimmenkasten wieder! Mein Stimmenkasten! Oh nein, ich verliere meine Stimme! Das war's dann wohl mit dem Stimmenstehen, Romeo. PJ Masks, ruf laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Was ist der Plan? Okay, erweck du Nachtninjas Aufmerksamkeit. Du tanzt dich und schleichst dich an ihn ran. Ich fliege hin und... Ich ertrag es nicht, dass er das Schwert von Meister Feng schwingt. Er hat es gestohlen. Klar, aber... Catboy, nein! Gakanda Gecko! Du wirst nie so gut sein wie Meister Feng, Nachtninja. Gib das Schwert zurück. Die Vorstellung beginnt. Komm zurück! Was sollen wir tun? Schnell, helf mir, Catboy! Super Katzensprung! Die Pyjama-Babys müssen zurück ins Bettchen gehen. Catboy, wütend zu sein, hilft nicht weiter. Ganz genau. Bleib cool, wie Meister Feng. Hört auf, mir zu sagen, dass ich nicht wütend sein soll. Ich bin wütend, wann ich will. Kümmert ihr euch um die Ninjalinos, während ich das Schwert zurückhole. Nachtninja, was? Jetzt ist Catboy auch noch auf uns wütend. Ja.
Hey! Wow! Meister Feng ist besser, als du es jemals sein wirst. Ach, wirklich? Kann Meister Feng auch das hier? Oh nein! Ho! Ja! Ja! Hilf uns! Cowboy, Hilfe! Ja! Oh. Ah! Löscht diese Aufnahme auf der Stelle! Fass es ja nicht an, es gehört mir! Oh. Ninjalinos, schafft die Pyjama-Sushi-Rollen weg! Catboy, Hilfe! Onette, Gecko! Hilfe, Catboy! Kriege keine Luft mehr, hilf mir! Nein! Pause ist vorbei, auf zu unserer nächsten Einstellung! Ich kann nicht gleichzeitig Nachtninja verfolgen und Onette und Gecko retten! Er hat mich ausgetrickst! Au! 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 Mein Schwanz ist eingefroren. Eine kurzzeitige Wirkung. Gerade lang genug, um dich in einen Käfig zu sperren. Du bist dran, Robo-Gecko. Wow. Bobos, schnappt ihn und bringt mir die Platine zurück. Ich spüre meinen Schwanz wieder. Autopilot. Das macht richtig Spaß. Hinterher. Keine Zeit für Spielchen. Ja! Hey, aus dem Weg, ich sehe nichts! Katzenflitzer! Zwei gegen einen, das ist kinderleicht für einen Helden wie mich. Wow! Oh oh! Haltet durch, Greg und Amaya. Der unglaubliche Catboy kommt und holt euch zurück. Super Katzentempo. Bestimmt ist Catboy schon auf dem Weg hierher, um seine Freunde zu retten. Seid also wachsam. Schau, sie haben den Katzenflitzer gestohlen. Was haben sie ihm angetan? Wir durften ihm nicht helfen. Aber wir können, auch ohne Superkräfte. Nicht, wenn wir eingesperrt sind. Gib mir deine Haarspange, ich schraube den Käfig auf. Wir zerlegen ihn. Leute, was macht ihr da? Ich schraube ihn auf, damit wir raus können. Versucht nicht zu flüchten. Ohne eure Kräfte ist es hier oben sicherer. Wir haben es fast geschafft. Nur noch eine Schraube. Und wir brauchen dafür keine Superkräfte. Nein, wartet. Erst hole ich eure Pyjamas zurück. Catboy, schnapp ihn, Robo-Eule. Ups. Catboy, sie haben uns erwischt. Keine Sorge, ich locke die Roboter. Ist mit Gecko. Wir befreien ihn und holen meine Statue zurück. Du musst einfach die Feuerleiter runterrennen und dann über die Treppe innen wieder hoch, um durch diese Tür rauszukommen. Wenn du meinst, dass es funktioniert. Los, Catboy, jetzt! Es ist vorbei, Luna Girl. Catboy! Ich glaube, Echsenbubi und Miezekätzchen hole ich mir auch in mein Mondlager. Aus ihnen werden tolle Statuen. Aber keine Freunde, Eulette. Möchtest du auch ein Mondlagermöbelstück werden? Es ist Zeit, ein Held zu sein, glaube ich. Okay, dann gebe ich sie dir eben, Luna Girl. Die Mondstatue gehört dir. Aber du lässt Gecko und Catboy gehen. Gehört sie jetzt wirklich mir? Du meinst, für immer? Ja, für immer. Lässt du jetzt auch meine Freunde frei? Nein. Nein, aber... Was? Hast du vergessen, dass ich ein Schurke bin? Und jetzt vervollständige ich meine Pyjama-Heldenstatuen-Sammlung. Eulet! Eulenflügelwind! Nein! Meine Statue! Ich meine...
Dass ich sie geklaut habe, tut mir leid. Es tut dir leid? Ja, ich hab sie einfach so lieb. Eulette, komm schon, du hattest recht. Sie hat sie geklaut und hat es zugegeben. Also gehen wir. Eine Sekunde. Höchste Zeit, ein echter Held zu sein. Hier, ich hab gesagt, du kannst sie haben und diesmal meine ich es auch so. Wirklich? Echt jetzt? Ja, jemand hat sie mir geschenkt und jetzt... Die ist katzenmega stark. Er will keine Meisterfängtorte, Catboy. Los jetzt! Aber... Oh. Hey, Leute! Wartet! Was ist da los? Catboy! Hab sie! Oh! Danke! Und auf Wiedersehen! Ninjalinos, seid vorsichtig mit meiner Torte! Tut mir leid, Pyjama-Party-Pupser. Die Torte gehört mir! Ciao, ciao! Nein, warte! Was ist denn jetzt wieder? Wie wär's mit noch einem Partyspiel? Oder hast du Angst, dass wir diesmal gewinnen? Angst? Na gut, dann reise nach Jerusalem. Und der Sieger bekommt... Wow, so viele Meisterfängluftballons. Ich scheide am Anfang gleich aus und hole meine Torte. Hier beschäftigt Nachtninja so lange, bis ich es geschafft habe. Ihr dürft also nicht gewinnen. Luftballons, Luftballons. Alles klar, Catboy. Okay. Hiya. Also, wenn die Musik stoppt, setzen sich alle hin. Auf einen freien Stuhl. Musik. Hiya. Du bist raus, Geburtstags-Dovi. Ach, ich glaub's nicht. Ich hab so ein Pech. Keiner besiegt Nachtninja. Super Eidechsengriff. Spielen wir. Tut mir leid, dieser ist besetzt. Ta! Ciao, ciao. Schon okay, Gecko, ich bin da. Oh. Verfilzt, ich klebe fest. Hilfe! Gecko, wir brauchen deine Hilfe. Schlitternde Schlange, ihr braucht meine Hilfe? So machen Freunde das doch. Freunde achten aufeinander. Und das habt ihr immer für mich getan. Ja. Ja. Dann werde ich das Gleiche jetzt für euch tun. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Gecko Mobil Schwingschleuder. Ja. Was tust du da, du elende Eidechse? Oh, oh, mein Gecko-Mobil. Wenn ich meinen Ninja-Bus nicht haben kann, nehme ich mir stattdessen ein Pyjama-Heldenfahrzeug und lackiere es Ninja-Schwarz und Ninja-Blau. Catboy, Eulette, ich brauche eure Hilfe. Ich komme, Gecko. Na, 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 na. Ha! Endlich bin ich frei! Hey, Nachtninja! Drei Pyjama-Helden, die sich gegenseitig helfen, sind stärker als deine Ninjalinos. PJ Masks, los! Super Katzen-Tempo! Du machst mir keine Angst, Eidechsenfuß. Warte nur, bis ich die Steuerung im Griff hab. Wie funktioniert dieses komische Teil? Dann behaltet doch euren blöden Bus und das Gecko-Mobil. Aber nächstes Mal werdet ihr mich nicht so leicht besiegen, PJ Masks. Rechts, links, da ist nichts. Warte, Eulette. Das sind Abdrücke vom verschwundenen Gleis, weißt du noch? Finden wir dann den Zug, wenn wir denen folgen? Ja, und los, mal los! War das nicht Romeos Labor? Ja, sah so aus, Gecko. Ist hier wie wild rumgesaust.
Vielleicht Jungs, ist es... vergesst Romeo. Wenn er in seinem Labor ist, kann er doch den Zug nicht fahren. Wir müssen rausfinden, wer ihn fährt. Los, los, los! Okay. Hey! Keine Spuren mehr. Und wie finden wir jetzt den Zug? Eulenaugen! Ich sehe etwas weiter da vorne. Etwas Schnelles! Da ist er! Der Zug! Siehst du, ich sagte dir erst schnell. Dann wollen wir mal sehen, wer ihn fährt. Romeo? Na hallo, die Pyjama-Helden. Du bist doch gerade mit deinem Labor gefahren. Das war nicht ich. Niemand fährt mein Labor. Das blöde Teil hatte einen Kurzschluss und hat sich selbstständig gemacht. Zum Glück habe ich diesen superschnellen Zug, um es zurückzuholen. Aber wo kommen diese Schienen her, Romeo? Ganz einfach. Ha, dank meiner Erfindung, dem Turboschienenleger. Der legt Schienen überall hin. Wow, der ist voll cool. Und noch viel cooler ist der andere hinten, der das Ganze wieder einsammelt. Aber Romeo, du brauchst diesen Zug nicht. Wir können dein Labor für dich einfahren. Ha, ich soll diesen Zug aufgeben, sobald ich mein Labor habe? Auf keinen Fall. Mit meinen Laborgeräten kann ich den Zug sogar schneller machen und werde der schnellste Schurke der Welt. Ha? Aha, habe ich dich gefunden, Labor. Ha! Wenn ich nass werde, Luna Girl, wirst du es auch. Ah, ich bin klatschnass. Jetzt muss ich das Ganze nur noch umkehren. Hey! Ja, es funktioniert! Wow! Gecko, schnell! Hilf mir, die Wolken aus dem Tank zu lassen! Alles klar, Catboy! Super Gecko-Muskeln! Erledigt! Alle Wolken sind weg! Und wir haben den Sonnenschein gerettet. Gib das wieder her! Nein! Mein Mondmagnet! Jetzt kann ich ihn nicht mehr benutzen! Ich repariere ihn! Und nächstes Mal kriege ich euch Pyjama-Helden! Du hast es geschafft, Catboy! Wir wussten, du kannst es! Nass zu werden ist eigentlich gar nicht so schlimm. Besonders, wenn man damit seine Freunde retten kann. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Ich hab dich gleich! Oh oh, Wasser! Echt jetzt? Du magst es immer noch nicht? Nein. Aber das heißt nicht, dass ich euch damit nicht da spritzen kann. Katzentempo! Oh, hat der böse Riesenroboter das kleine Kätzchen etwa ausgebremst? Oh. Jetzt fessle sie! Keine Sorge, mein Blitzflip rettet euch. Aber das ist doch kein echter Superhelden-Move. Der ist aus einem Comic. Funkeblitz, Kick und Zack! Schuschu, Eulet. Und jetzt entsorge ich dich in der Recycling-Tonne. Roboter! Nein, lass mich los! Wow! Oh nein, dieser nutzlose Blitzflip. Eulet, alles okay? Ja, aber es tut mir leid. Warum wollte ich nur Funkelblitz sein? Ich bin Eulet. Jetzt kann sich Romeo die wertvollsten Bücher der Stadt krallen. Hab sie schon. Und bald werden sie voll mit Bildern von mir sein. Schnell, folge ihnen. Wir kommen mit dem Katzenflitzer nach. Okay, und dieses Mal benutze ich meine Eulenkräfte. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Wofür braucht sie denn ihr Funkelblitzbuch? Eulenaugen. Okay, ein kleines Vögelchen zwitschert mir, dass du hier bist. Katzen
Flitzer, versteck dich! Genau rechtzeitig. Hier, und jetzt geht hinter die beiden Bäume und zieht es am Boden straff. Wenn wir Romeo aufhalten wollen, müssen wir zuerst den Roboter zur Strecke bringen. Und was jetzt, Eulette? Und jetzt benutzt die fantastische Eulette ihre eigenen Superkräfte. Zuerst Super-Eulenflügel! Dann Eulenaugen! Huhu! Ciao, Romeo! Du hast immer noch nicht mein Lieblingsbuch. Was? Schnapp's dir, Roboter! Da musst du dich schon mehr anstrengen. Bin ich der Beste darin. Was? Du hast doch gesehen, dass ich es kann. Und los geht's. Catboy auf zur Rettung. Catboy, ich muss dieses blöde Ding hier rauskriegen. Ja! Oh. Nein! Catboy auf zur... Catboy auf zur... Catboy auf... Okay, Catboy, jetzt lass mich. Geht wieder! Bald werde ich die ganze Welt mit meinem Schniefopuff vollstinken! Schniefopuff, Igitt! Stopp den Pyjama-Helden! Mach ich, Eulette! Sobald ich dich mit dem Sprungdose abholen kann! Hä? Schlitternde Schlange, Catboy, lass mich das machen! Du hast gesehen, wie schwer es ist, Gecko. Überlass es lieber aber mir. Aber du warst der, der runtergefallen ist! Ich weiß und ich will nicht, dass dir das passiert! Ups! Oh, Catboy, du Zölpelkatze. Catboy, hör auf dem Eulengleiter zu hüpfen. Schon okay, ich rette dich. Ja! Super, Eidex, Wasserlauf! Danke, Gecko. Wow, ich muss mich hier endlich befreien. Wow. Ha, jetzt werde ich dich aufhalten, Romeo. Diesmal stoppe ich Romeo mit dem Sprungdoser. Warte, Gecko, ich mach das. Ich hab geschnallt, wie's geht. Nein, hast du nicht. Jedes Mal, wenn du hüpfst... Was tust du da, du nerviges Kätzchen? Catboy, lass mich den Sprungdoser benutzen. Ich kann nichts entdecken. Was ist mit dir, Catboy? Nein, ich kann auch nichts entdecken. Du? Hä? Er ist mitgekommen. Du hast hier nichts zu suchen. Catboy, ich glaube echt, dass er nur unsere Hilfe will. Nein, wenn wir sicher sein wollen, muss ich ihn hier rausschaffen. Bis wir gelandet sind, können wir nichts tun. Und er muss gesichert werden. Nimm ihn auf den Schoß, bis ich uns runtergebracht habe. Ich nehme ihn. Und pass auf, dass er nicht noch mehr Probleme macht. Oh nein. Gib ihn lieber mir, Gecko. Nicht schon wieder. Ha, hab dich. Nun zufrieden? Seht ihr, was ich meine? Er hat uns abstürzen lassen. Gar keiner Gecko! Der Absturz war allein deine Schuld. Los, geh! Catboy, er scheint zu wollen, dass wir ihm helfen. Er hat unser Hauptquartier und den Eulengleiter beschädigt. Warum sollten wir ihm helfen? Los, zisch ab! Aha! Nacht-Ninja! Da sind doch unsere Pyjama-Helden. Ich sehe, ihr habt ihn kennengelernt, mein Kleinen. Ha! Spion! Spion? Ha! Ich hab euch doch gesagt, dass der klitzekleine Ninjalino etwas im Schilde führt. Und jetzt erzähl mir alles, was ich über das PJ Masks Hauptquartier wissen muss, damit ich es an mich reißen kann. Was sagst du? Du willst kein Spion sein? Du magst die Pyjama-Helden? Sie sind nett. Sie können nicht deine Freunde sein, du dummer kleiner Ninjalino. Das sind Pyjama-Helden. Du solltest sie ausspionieren. Oh nein, lass das. Du kannst dich nicht hinter mir verstecken. Catboy, er hat uns nicht belauscht. Er will unser Freund sein. Und jetzt braucht er unsere Hilfe. Aber was, wenn er uns doch ausspioniert? Wir dürfen keinem Ninjalino helfen, der das... Ah! Super Katzentempo!
das Mikrofon zurück, du fiese Gaunerin. Ich stecke fest. Niemals! Ich kann bei Tag nicht zum Jaden Houston Konzert gehen. Also soll das auch sonst niemand können. Ich hab Jadens Mikrofon und treff damit jetzt jeden Ton. Schnell, Luna, gönn hinterher. Leute, wartet. Ich steck fest. Ich brauch Hilfe. Ich will die Karte haben. Ich helf dir. Aber ich will sie auch. Super Gecko-Muskeln! Alles okay, Eulette? Ja. Super. Und wer hilft mir jetzt, Luna Girl zu schnappen? Hörst du irgendwas, Catboy? Vielleicht ein kleines Vöglein, das dir zwitschert, wem du die zweite Karte geben sollst? Eine schwierige Entscheidung. Naja, ihr seid beide meine Freunde. Was ist das? Cool, das ist deine Funkelblitzspielfigur. Oh, die habe ich schon überall gesucht. Aber du kannst sie so lange behalten, wie du willst. Danke, das ist sehr lieb. Nicht wahr, Gecko? Ich räume dein Zimmer auf. Einen Monat lang. Wow, danke. Ziemlich nett von ihm, oder, Eulette? Da gibt es kaum was Besseres. Und wenn, dann müsste es schon etwas sehr Tolles sein. Wie zum Beispiel den Eulengleiter fliegen zu dürfen. Ja! Ist echt katzenstark. Das wird schwer zu toppen sein, Gecko. Eulenaugen! Da ist Luna Girl! La 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 la. Schnell, fahr die Eulengleiterkrallen aus und schnapp dir das goldene Mikrofon. Die Krallen? Wie kann ich? Da, mit dem da. La. Stinken ja noch fürchterlicher. Natürlich, Katzenklo-Bubi. Mein Verfaulisierer macht sie fauliger und fauliger. Vielleicht sollten wir im Gecko-Mobil Unterschlupf suchen. Wo ist es, Gecko? Ich finde, das müssen wir nicht. Versteckt euch einfach. Ungefähr so. Oh, ich meine natürlich so. Nein, ich meine so. Oh, so. Einfach verstecken. Aber wir können uns nicht tarnen. Flatternde Federn! Wir müssen hier weg! Wow, lauf! Arme Pyjama-Helden! Ist das bisschen Eiergeruch zu viel für euch? Wow! Tarnung ist eine gute Idee, Gecko. Aber damit es funktioniert, brauchen wir das Gecko-Mobil. Wo ist es? Dort drüben. Ich habe ratzefatz eine neue Ladung Stinkeier fertig, ihr Pyjama-Popel. Ich weiß nicht, wie viel Gestank ich noch ertragen kann. Romeo kann es nicht riechen, weil er in seinem Labor ist. Und ich wünschte, wir wären im Gecko-Mobil. Na los, Gecko, bring uns hin. Aber wir brauchen es nicht, weil... Gecko, was machst du da? Oh nein, Romeos Stinkeier sind fertig. Ich hatte gerade eine Idee. Was? Wie soll denn das die Stinkeier aufhalten? Na so! Keine Sorge, ich puste den Geruch mit meinem Super-Gecko-Muskel-Mega-Luftstoß weg! Ah, ein ideales Ziel! Stinkattacke! Ah! Ja! Ey, Gecko! Ich weiß, für mich ist es noch schlimmer! Wir müssen nicht unbedingt mit dem Gecko-Mobil Wasserstrahl abduschen. Warum sagst du uns nicht, wo es ist? Du weißt doch noch, wo du es hingestellt hast, oder? Ja, doch, ich weiß, wo es ist. Es ist nur so, ich weiß, wie wir Romeo aufhalten können. Zeit, dass Romeo Angst haben muss, von Eiern erwischt zu werden. Und zwar von einem riesen Dinosaurier. Ha, jetzt zeige ich dir mal echte Flugkünste. Wow! Wow! Ja! Aber, sollten wir nicht den Heißluftballon suchen? Bei meinen Katzenschnurrhaaren. Worauf zeigt er? Eulenaugen! Da, Luna Girl! Wow! Wow! Ringelndes
Reptil. In Zukunft gehe ich lieber zu Fuß. Habt ihr gesehen, wie gut ich hergeflogen bin? Schau gut zu, Eulette. Dann lernst du vielleicht ein paar meiner Tricks. Tricks? Du bist doch fast abgestürzt. Ja, ich bin der Hammer auf diesem heißen Teil, oder? Meine Flüge werden uns eine große Hilfe sein. Deine Flüge? Vergisst du da nicht noch jemanden, der fliegen kann? Kommt schon, Leute. Helft doch beide dem Team mit euren Flugkünsten. Schönes Bild, Morten. Keine Ballonfahrt mehr für diese doofen Tagkinder. Jetzt gehört der Mondballon ganz allein mir. Ihr behaltet weiter alles im Auge. Ich fliege im Sturzflug rein und schnapp mir den Heißluftballon. Das erfordert schwierige Flugmanöver. Keine Sorge, Eulette. Überlasst das ruhig mir. Mit meinen Flugfähigkeiten ist das ein Kinderspiel. Wirklich? Streitet euch nicht. Ich könnte mir den Ballon mit meiner Supergecko-Tarnung schnappen. Tarnung ist toll, aber nicht so toll wie ich auf meinem Flugroller. Seht her. Hey, Luna Girl, gib den Ballon wieder her. Oh, da ist das kleine Kätzchen. Ihr wollt den Ballon zurück? Dann bitte sehr. Nur zu, Kätzchen. Wow! Ha! Ah! Alles okay, ich mach das schon. Weltall-Laser? Cool! Hm? Ich meinte, was hast du damit vor? Ich graviere mein Selbstbildnis in den Mond. In den Mond? Ich glaube, ich nehme diese Seite. Beeindruckend, ha? Bestätigt. Wenn ich die Weltherrschaft übernehme, wissen endlich alle, wie ich aussehe. Sobald sie mit dem Laser zielen können. Naja, ich arbeite dran. Du darfst den Mond nicht verändern, also gib das Teleskop zurück. Einfältiges Kätzchen. Ich kann tun, was immer ich will. Ach oh, ja? Halt sie auf, Roboter! Wow. Nach links und... Ach, ich werde es euch zeigen! Gecko, unternimm was! Was denn? Ich kann nicht einen Laser und einen Roboter aufhalten. Ciao, ciao, Spatzenhirn! Warten Sie auf mich, Meister! Na los, verfolgen wir ihn. Kommt schon, versucht mich einzuholen, Pyjama-Plagegeister. Haltet euch gut fest. Ich helfe dir. Für mich ist das leicht, weil ich ja nicht tollpatschig bin. Geht's allen gut? Ja. Was? Nein! Jetzt bist du auch tollpatschig, Spatznerv. Mein Strahl hat dir den Dreidreher verpasst. So kannst du nie wieder auf einer geraden Linie gehen. Oh, ich kann nicht mal geradeaus fliegen. Oder anhalten. Oh. Das ist eine Katastrophe. Ihr zwei seid echt tollpatschig. Wie kriegen wir euch nur entstrahlt? Warum gibst du nicht einfach zu, dass du auch tollpatschig bist? Weil ich es nicht bin. Ich bin geschmeidig wie eine Katze. Jetzt habe ich euch alle tollpatschig gemacht. Das Spatzenhirn, die eierne Eidechse und als allererstes das Kätzchen. Du hast Catboy als ersten verstrahlt? Ja, letzte Nacht, dass er geschlafen hat. Und jetzt mache ich alle auf der Welt tollpatschig und kann sie dann alle beherrschen. Oh nein! Und ihr könnt daran überhaupt nichts ändern. Wiedersehen, Superstolperer! Dann wurdest du also doch vertollpatscht. Als erster von uns dreien. Ja, aber wow!
Es scheint zu stimmen. Und weil ich es nicht wahrhaben wollte, hat's uns jetzt alle erwischt. Es tut mir wirklich leid. Ach, Catboy, schon okay. Echt jetzt? Ja, aber was können wir tun? Wir werden Drall drehen und Shrek stolpern für immer. Wir sind immer noch die PJ Masks. Wir finden einen Ausweg und halten Romeo auf. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Romeo, wir kommen. Ja! Es könnte nur ein wenig länger dauern als sonst. Wow! Leute, wir müssen uns konzentrieren und uns gegenseitig helfen. Okay, lenk geradeaus. Nein, geradeaus! Wollt ihr etwa noch tollpatschiger werden, Pyjama? Aufgabe für Meister Feng und Kick McGee. Gehen wir. Aber... Bei der Kraft von Meister Fengs mächtiger Faust befehle ich dir, stehen zu bleiben. Es sei denn, du willst meinen Hammer-Gerechtigkeitskick kennenlernen. Gecko? Ich hätte mich vorher dehnen sollen. Gib uns lieber diese Spielplatzgeräte zurück. Negativ. Dieser Roboter ist mein neuer bester Freund. Kick, er haut ab. Ihm nach, Meister Feng. Jungs, wartet, nicht so schnell. Ich kann über die Gebäude fliegen und für euch Ausschau halten. Meister Feng und Kick McGee haben einen Speer nicht nötig. Wir sind die Meister der Kampfkunst. Hi-ya! Ja, wir sind wie immer für alles bereit. Entschuldige. Kein Problem. Ja! Und was ist mit mir? Gakanakeko! Darauf war ich nicht gefasst. Ich auch nicht. Aber ein paar rollende Mülltonnen reichen nicht, um Kick McGee zu stoppen. Wo ist der Roboter? Er ist in Richtung Park gelaufen. Okay, zum Katzenflitzer. Vorsicht, Pyjama-Plagegeister, sie ist ganz neu. Ich habe noch nicht alle Softwarefehler behoben. Ist alles in Ordnung? Pass auf, wo du hingehst, Blödmann. Was hast du da gesagt? Nichts. Lass uns gehen. Ha! Hi-ya! Da ist er. Wie lautet der Plan? Der Plan lautet, für euch beide zurücktreten und zusehen, wie Kick McGee die Sache... Meine Burg ist ninja stark gebaut. Da müsst ihr euch schon mehr anstrengen, um sie niederzureißen. Ich hätte nicht gedacht, dass euch das Mega-Miauen zum Schleudern bringt. Ja, das Mega-Miauen war eher ein Mega-Fehler. Jetzt hängt alles von mir ab. Gecko-Mobil Tarnung. Wo ist der glucksende Gecko hin? Ninjalinos, warum seid ihr nicht in den Bussen? Sofort zurück und haltet diesen Gecko auf. Da kann der Gecko, ich stecke fest. Da bist du ja. Ninjalinos, zeigt's ihm! Oh, sieht aus, als ging es hier nicht weiter. Und jetzt Super Gecko Tarnung! Oh nein! Die Burg hat Klebeklatscher-Katapulte? Sowas brauchen wir auch! Nein, brauchen wir nicht, Eulette! Unser Stützpunkt hat genug Verteidigungsmittel! Ja, Eulette, meinst du, du kannst uns hier draußen helfen? Naja, ich könnte... Und nochmal, hallo Pyjama-Pupse! Gebt's zu, mein Hauptquartier ist das Beste! Und jetzt werde ich eures zerstören! Nicht solange wir unsere eigenen Fellball-Katapulte haben! Oh-oh! Nimm das hier! Daneben! Du bist keine Eule, sondern eine blinde Fledermaus! Warte, bis ich meine Zielvorrichtung eingestellt habe. Hey, Eulette, wir sind im selben Team! Aha! Da bist du ja, Gecko! Ich verpasste jetzt eine kleine Dreh... Hab
wichtig. Danke. Danke, dass du meine Falle ausprobiert hast, Eidechsenfuß. Gute Nacht, ihr PJ-Affen. Alles in Ordnung, Gecko? Mir geht's gut. Aber wenn wir erstmal drin sind, geht's mir besser. Gecko, du hast Romeo gehört. Ums ganze Museum sind Fallen aufgestellt. Vielleicht ist es keine gute Idee, reinzugehen. Aber nur wenn wir drin sind, können wir ihn aufhalten. Wie wär's, wenn wir nicht selber da reingehen, sondern versuchen, Romeo hier rauszulocken? Tolle Idee, Eulette. Ich glaube, ich weiß auch schon wie. Hallo, ich bin ein Roboter. Hallo, Roboter. Mein Name ist... Das Geräusch kenne ich. Das ist ein Eiswagen. Ich liebe Eiscreme. Hoffentlich haben sie auch doppelt Tofu-Pistazie. Romeo kommt. Das ist unsere Chance. Ja, jetzt habe ich dich, Romeo. Ein Trick? Oh, ich wollte unbedingt ein Eis haben. Oh, das werdet ihr mir büßen, PJ Masks. Super Eidechsengriff. Gecko! Ihr Pyjamas lernt es auch nie. Komm sofort zurück, Romeo. Was? Und jetzt gleich nochmal. Puh. Gecko, da oben. Gar kein Dank, Gecko. Mein Gecko-Mobil! Einfältige Katze! Ja! Das mache ich sicher nicht für dich! Doch, wirst du! Nicht kitzeln! Okay, okay! Hör auf, Peppa zu kitzeln, dann tu mir, was du verlangst! Und jetzt, Miezekatze und Spatzenhirn, stellt meinen Satellitenturm auf. Währenddessen baue ich meine phänomenale Romeo-Fernbedienung fertig. Okay, ich habe einen Plan. Die kleine Fernbedienung ist in Romeos Rucksack. Während ich ihn ablenke, schleichst du dich hinter ihn und holst sie raus. Nicht übel, aber ich habe vor, die große Fernbedienung zu kriegen. Du lenkst ihn ab, ich schleich mich ins Labor und schnapp sie mir. Ich glaube, mein Plan ist sicherer. Ich habe nämlich vorhin Romeo an der Labortür rumspielen sehen. Das könnte eine Falle sein. Mach dir keine Sorgen. Ich bin der Teamleiter, also hab ich das Sagen. Na gut. Romeo, bitte hilf mir. Was ist denn, Schwarzenhirn? Dieser Turm, welche Stangen sind für die Querteile? Und wie hoch soll er werden? Oh, oh, ein Alarm. Moment, ich habe eine Idee. Super Katzentempo. Ups. Was ist hier los? Du willst mich wohl austricksen, ha? Nun, dann muss ich sie eben etwas härter rannehmen. Nein! Catboy, ich wusste, dass das passieren wird. Wow, hör auf, mich zu steuern, Romeo. Ich mag es nicht, wenn sich meine Arbeiter beschweren. Also stelle ich dich auf Stumm. Oh nein! Viel besser. Und jetzt an die Arbeit. Im Schnellvorlauf. Und jetzt die Schüssel. Gut gemacht, Eidechsenfuß. Und jetzt, Miezekatze, bring mir meine phänomenale Romeo-Fernbedienung. Bei meinen Katzenschnurrhaaren. Danke, Kitzekätzchen. So mag ich dich eindeutig viel lieber. Spring, Pyjama-Helden! Naja, ganz witzig. Aber ihr sollt doch alle springen und nicht hüpfen. Ich muss noch ein paar letzte Änderungen.